Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Let's Play Battlefield 1. Ich hatte ja die Umfrage gemacht und in der solltet ihr ankreuzen, was ihr sehen wollt. Oder auch Battlefield 1 Multiplayer und Singleplayer dabei. Ihr wolltet den Multiplayer lieber sehen, also gibt's hier auf dem Kanal den Multiplayer. Den Singleplayer gibt's auf dem englischen Kanal, also falls ihr den auch sehen wollt, Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung. Und falls ich dann denke, oben rechts bei dem i so eine kleine an Annotation Card, Dings da, Bums da. Zu dem Let's Play, ich denke, wir werden, falls ihr Gameplay sehen wollt, seit eine Minute vor oder so. Ich weiß nicht, wie lange ich das Let's Playen werde. Ich werde mal gucken, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Falls ihr besondere Wünsche habt, einfach sagen und wir fangen heute einfach mal an mit einer Runde Rush, weil ich denke, da habe ich nicht so Probleme zu gucken, was ich mit der Folge mache. Aber bei Conquest ist die Frage, eine lange Folge oder viel, oder zwei, drei kleine, keine Ahnung, muss ich gucken. Jedenfalls, wir haben Rush auf Monte Grappa oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und bevor wir anfangen zu spielen, will ich noch sagen, ich bin schlecht in dem Spiel. Also in Battlefield 3 war ich ziemlich gut. Fängt schon gut an. In Battlefield 4 war ich okay. Weil jetzt bin ich absolut scheiße. Ich habe jetzt auch nicht so lange gespielt. Ich habe jetzt vielleicht 2-3 Stunden Multiplayer oder so. Aber erwartet jetzt nichts Großes von mir. Also hier hinten. Schön Landship. So, und da bin ich auch schon tot. Und ja, aber bisher mein erster Eindruck von dem Spiel ist, dass es eigentlich an sich ganz gut ist. Nur, wenn ihr das Spiel habt und Probleme habt mit, dass die Maus nachzieht, also dass ihr einen Input-Lag habt, schaltet DirectX 12 ab. Das sorgt für einen riesigen Input-Lag, damit kann man gar nicht spielen. Zumindest ich kann es nicht und viele andere auf Red und so weiter können es auch nicht. Und jetzt wechselt gerade das Wetter auf neblig. Ich finde, also das mit dem Wetterwechsel ist geil. Aber was mir auffällt, ist bei dem Spiel, dass einfach dadurch, dass die Grafik immer besser wird, kann man immer weniger sehen. Da einfach immer mehr Rauch und Partikel und Nebel und alles irgendwo ist. Sodass du im Endeffekt gar nichts mehr siehst und Gas. Und das teilweise doch sehr frustrierend sein kann. Aber vielleicht ist es auch daran, dass sie so sind. Das könnte natürlich auch sein. So, vor allen Dingen verkacke ich meistens dann auch die Gegner zu erledigen. Ich schieße meistens auf sie und dann treffe ich ein, zwei Mal und danach sitzt dann gar nichts mehr. Ich versuche dann auf jeden Fall mal rum zu flankieren. Und gucken wir mal, die kommen von hier, glaube ich, die Gegner. Ja! Das war Timing. Will jemand? Nein, du brauchst nichts. Du brauchst. Los, ich will Punkte. Nimm meine erste Hilfe. Ha! Meine Punkte. So. Und ich finde es auch cool, dass die Maps viel interaktiver geworden sind. Das ist schön mit den ganzen Türen, den ganzen Schutzsachen, Barrikaden und so weiter. Den ganzen Dingen, wow, die man hier einfach, mit denen man interagieren kann. Das ist schon cool. Und das Fliegen ist jetzt mega geil, weil es jetzt keine Lockdown-Raketen mehr gibt. Einfach. Es ist viel geiler geworden, genau. So, oh, wir haben eine Granate. Wow. So. Wer defuse sie? Defuse ich? Nein. Aber egal, es geht nicht darum, wer es defused, sondern dass es jemand defused. Oh, und da sind wir wieder am Boden. Komm, 6 Meter entfernt, Medic. Ne? Okay. So. Ja, Medic ist eigentlich gerade eine ganz gute Klasse. Wir können. Ne, okay, Sniper bringt hier jetzt gar nichts, weil wir im Nebel spielen und. Das ist auch immer beim Fliegen interessant. Ich meine, es gibt ja auf Sinai Desert, gibt es ja den Sandsturm. Hier gibt es einfach gar nichts. Und dann versucht zu fliegen, ja, viel Spaß. Man ist ganz schnell tot, weil man irgendwo reincrasht, wo man echt gar nichts sieht. Und plötzlich ist dann vor einem Clipper. Das ist dann immer ganz schick. Hier ist niemand. So, wir müssen versuchen, ob wir uns hier irgendwo relativ sicher platzieren können. Vielleicht einen Blick aufs Objective haben. Man sieht halt eben nicht viel. Durch den ganzen dichten Nebel hier. Hier, erste Hilfe. So. Und wir sind unter Mörserfeuer. Hat jemand Munition? Oh. Okay, erstmal in Deckung nehmen uns, das ist glaube ich ein Panzer. Da vorne ist einer.
Aber es ist schon verdammt atmosphärisches Spiel, muss ich sagen. Ich schieß noch nicht. Hui. Hallo, du siehst mich bitte nicht. Sofort die zu kriegen, die hier sind, dann vielleicht die anderen rechts neben uns auch noch mitzunehmen, aber müsst du erstmal die kriegen. Wieder nicht auf die Füße schießen. Ja, also wie gesagt, ich schäme mich für meine Leistungen in diesem Spiel. Zu meiner Verteidigung, ich bin erst Level 7. Und die anderen sind... Es gibt die, die niedriger sind und die, die um einiges höher sind. Es gibt nicht so wirklich die Leute, die auf meinem Level sind. Und ja, in einer Stunde bei mir kommt ja eh das Spiel raus. Ist ja noch die, Play Early Dings da, die Origin Access Variante. Erste Granate. Und jetzt kommen dann ab einer Stunde, dürfen dann die Server geflutet werden, denke ich. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen versuchen, ihn zu covern. Los, hier, ein Medikit. Ah, fuck. Die haben's. Aber ich glaube, es wird klarer, oder? Ja. Da ist kein Nebel mehr. Das heißt, wir versuchen uns mal am Snipen. Customizen wir mal. Kann man irgendwie das blöde Visier abnehmen? Ah, wir haben hier was Neues, genau. Lone Pine. Ich komme auf das Visier nicht klar. Wie viel Geld haben wir denn? 150? Okay, wir müssen dann wohl und übel ist halt das hier nehmen. So, weil ich mag die Visiere nicht. Ich hätte lieber Iron Sights. So, wollen wir hier gucken. Sie wollen wir hoch auf 300 Meter. Nein, 300 Meter, danke. Das ist nicht 300 Meter, gut zu wissen. Das war Fuß, komm. Wir gehen nochmal runter. Vor allem unsere Flares. Wir können ja Gegner spotten. Und die Musikuntermalung ist cool. Auch wenn sie teilweise ein bisschen störend ist. Panzer in Sicht. Aber hat schon was. Oh, au, au. Haben wir uns gerade selbst? Au, nein, ich glaube, wir haben uns selbst erwischt. Laden wir mal unsere K-Bullets und wollen wir den Panzer da unten bisschen in Beschuss nehmen. Okay, das bringt nichts. Okay, können wir unseren normalen Cool haben? Wow, okay, er findet es nicht so lustig. Jetzt kommen sie hier hoch. Okay, jetzt sollten wir hier ganz schnell weg. Gehen wir mal hinter dieser Kanonenentdeckung. Wirf mal eine Granate denen entgegen. Ist ja vielleicht eine... Oh, links neben uns. Ah, da seht ihr, meine Präzision ist nicht so geil. Au. Okay, nee, Scharfschützengewehr war ganz kurz gut, aber jetzt sind sie oben. Und jetzt ist unser Scharfschützengewehr nicht mehr ganz so angebracht. Wechseln wir also mal zur Assault-Klasse. Und wollen gucken, ob wir mit unserem Maschinengewehr vielleicht mehr machen können. So. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das ganze Match verlieren werden. Ich gehe mal jetzt schon davon aus. Aber... So, einfach nochmal eine Granate rein. Schweren Beschuss. So, da haben wir einiges aufgeräumt. Gasmaske auf. Gut, er macht das, dann gehen wir hier mal lieber weg. So, die Antipanzergranaten sind eigentlich auch ziemlich gut gegen Infanterie. Wow. Deswegen ist eigentlich mal ganz gut, die immer mal reinzuwerfen. So, hier ist eigentlich ganz gut. Sanitäter gesichtet. Oh, ich dachte kurz fern, das ist eine Zone. So. Sind sie gerade nicht so auf dem Weg hier nach oben. Haben sie sehr gut zurückgehauen. Oh, oh, oh Gott. Fress das. Das da auch noch. Ah, ich war gerade zünden. Mist. Ist ein bisschen dreckig mit dem Dynamit, aber... Naja. War schmusch, der schmusch. Da unten kommt einer. Man kann hier von hier oben so spotten. Okay, wechseln wir mal zur Support-Klasse. Die ich gar nicht ausstehen kann bisher, also die Maschinengewehr sind echt ein Arsch, sag ich euch. Aber, naja. Ich glaube, ich habe noch keinen. Oh, okay, da kommt ein Panzer. Kann auch keinen Kill damit machen, glaube ich. Weil die machen irgendwie gar keinen Damage. Zumindest diese hier, diese Louis Gun, oder wie auch immer sie heißt.
Das ist das Problem, mit modernen Waffen kennt man sich ja aus. Aber mit denen kennt man sich jetzt nicht mehr so. 90. Oh, nicht zu nah sein. Versuchen wir mal hier rum zu sneaken. Ein bisschen von der Seite zu erwischen. Hallo. Okay, oder auch nicht. Ich hasse diese Waffe. Vor allem sind wir jetzt ein bisschen low. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht. Dass wir nicht rumkommen. Ah, okay, die sehen uns aber. Er ist immer noch im Graben. Hier, Munition! Ja, Munition. Lassen wir ihn einfach. Okay, wir müssen jetzt mal bei den Objectives wieder helfen. Panzer ist auch noch hier in der Nähe. Mach Schaden, verdammt nochmal. Okay, nein, Mist. Ah, Deckung, da hinten. Ah. Bisschen Stein davon haben wir es nicht mehr geschafft. Mondragon Sniper. So, die sind kurz davor auch noch. B werden sie. Da sind sie überall, ja. B haben sie jeden Moment auch noch. Okay, wir sind hier unten im Bunker gespawnt. Hier, im Munition. Braucht jemand Munition? Wenigstens so viele mitnehmen, wie man kann. Oh, da war der Panzer. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Ja, okay, ich glaube, Assault ist hier doch dann gerade mehr angebracht. Komm, spawn. Ja, das kriegen wir eh nicht mehr. Der Panzer macht uns zu schaffen. Wir versuchen mal mit unseren Anti-Panzergranaten da noch einiges zu machen. Ah. Mist. Irgendwo ein Medic. Ne, kein Medic in der Nähe. Dann wollen wir mal der Medic sein. Und den Leuten aufhelfen. Der ganze Squad wurde gewiped. Okay, jetzt Medic sind wir hier aber vielleicht ganz gut. Da können wir viel reviven, hoffentlich. So, bei Headcharging gehen wir nach vorne. Gut, danke, reicht. So, jetzt, das kriegen wir eh nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, möglichst viele noch mitzunehmen und unsere Position hier einzugraben. Dann haben wir noch unseren ersten. Einmal über Stacheldraht, tut der nicht weh. So. Da, über eine Gräben, aua. Komm, da ist ein Medic, nice, danke. Okay, Socials. Können wir uns irgendwo einlagern? Ah, und da ist mein Spiel gecrashed. Ja, das Spiel crasht noch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie weit wir drin sind. Ich guck mal. 13 Minuten. Ja, es ist, glaube ich, am besten. Ich werde einfach, damit wir die Folge jetzt noch rauskriegen, vielleicht kommt dann morgen ein Day-One-Patch. Hoffentlich. Dann werde ich einfach jetzt hier die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch an sich gefallen. Tut mir leid, dass jetzt so ein blödes Folgenende ist. Aber schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, welchen Modus und so weiter. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Denkt dran, Singleplayer gibt es immer hier vom Englischen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.